Hallihallo. Gucken wir uns die erstmal an. Verkörpert wohl das Licht. Keine Ahnung, die zieht mir so extremst viel ab. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh. Hey. Shit. Bah. Fuck. Naja, okay. Bisschen ausweichen. Und dadurch, dass wir uns immer beleben können, ist das ja auch nicht das Problem. Ein Drittel haben wir. Einfach hit and run. Und der andere haut einfach fröhlich drauf los. Blocken können wir das nicht. Okay. So, jetzt haben wir ein Drittel. Ob die jetzt mehrere Stufen hat, der Boss, weiß ich nicht. Aber mal schauen. Wenn ich gleich ein bisschen mehr Leben habe, wage ich mich in... Oh. Dann wage ich mich in den Nahkampf, ey. Boom! Ich war nach ihr. Nein. Bisschen Leben ansammeln hier. So, zwei Drittel. Oh mein Gott, nein. Zwei Drittel haben wir. So, das sollte auch kein Problem sein, glaube ich. Boah. Ich muss nur ein bisschen ausweichen. Ach komm, da wir uns eh unendlich weit wiederbeleben können, hole ich einfach auf den Putz. Ist besser zu kämpfen als die Legionäre von früher.
Bla bla bla. So, der letzte Endspurt hier, komm. Nein. Bums. Ich werde mich euch nicht beugen. Und ich werde auch nicht vor euch kriechen oder euch anbetteln. Gebt auf, dann werden wir euch mit Respekt behandeln. Ihr versteht nicht. Ich erkenne keinen Sieg der Legion an. Also könnt ihr mir auch keine Bedingungen stellen. Meine Götter haben mich nicht im Stich gelassen. Noch nicht. Sie tanzen wie Schatten vor meinen Augen und flüstern mir zu. Er hat auch gruselige Augen, ey. Ich werde die Götter meiner Mutter aufsuchen und sie um Hilfe bitten. Und ihre gefallenen Schwestern wieder zum Leben erwecken. Und wenn ich zurückkehre, werden wir euch aus diesem Reich vertreiben. Denn es gehört rechtmäßig mir. Ja. Wo ist Jane? Ist sie verschwunden? Sie sucht nach den Göttern ihrer Mutter, um sie um Hilfe zu bitten. Aber sie sind schon lange tot, sofern sie nicht vorhat. Der Wald, der Ort, den ihr Mornweald nennt, wuchs aus der Saat der ersten Schöpfung. Vielleicht birgt er den Widerhall unserer Götter. Ja, ne? Sie glaubt, die anderen Arken mit Hilfe ihrer Götter wieder zum Leben erwecken zu können. Nach unseren Legenden können Arken nie richtig sterben. Ihre Feuer können immer wieder entzündet werden, wenn unsere Götter es wünschen. Würde Jane sie alle zum Leben erwecken, würde sie über eine mächtige Armee verfügen. Na ja, okay. Und diese Saat? Könnte sie die Gestalt eines Baumes annehmen? Ich weiß es nicht. Niemand von uns konnte in den Wald eindringen, außer Janes Mutter und Jane selbst. Und ich. Aber ich denke, er könnte eine solche Gestalt annehmen. Ja, wenn er einen Wald hervorgebracht hat, würde er wohl auch als Baum erscheinen. Wollt ihr damit sagen, dass eure Götter gar nicht tot sind und dass ein Teil von ihnen noch lebt? Jedes Fragment der ersten Schöpfung soll die gesamte Kraft unserer Götter enthalten. Und vielleicht sogar eine Spur ihres Geistes. Sie wäre nur ein Abbild, eine reflektierte Form ihrer Urexistenz. Aber selbst in solch eingeschränktem Zustand wären sie noch mächtig. Okay. Dann sind Janes Visionen die Stimmen, die in ihrem Geiste zu ihr sprechen. Sie könnten real sein und keineswegs nur Hirngespinste. Roboter im Hintergrund sind schon cool. Die Seelen unserer Götter könnten mit ihr sprechen und sie führen. Aber dass Jane das Reich unterwerfen und ganz allein beherrschen will, ist ganz sicher nicht der Wille unserer Götter. Vielleicht hat Jane mehr Einfluss auf die Götter, als die Götter auf sie. Wir müssen Jane einholen. Wie kommen wir von hier zum Mornweald? Jane hat diesen Ort auf den Überresten einer Legionsfestung gebaut. Ich habe unten im Verlies eines eurer Dimensionsportale gesehen. Das Portal war hinter einer Tür verschlossen, aber ihre Dienerinnen hatten einen Schlüssel, den ich ihnen abgenommen habe. Wo werdet ihr und eure Schwestern jetzt nach Janes Flucht hingehen? Wir werden beobachten und abwarten. Euer Kampf gegen Jane wird über das Schicksal unseres Volkes entscheiden. Boah, diese Schulterdinger sind geil, ey. Und eine andere ist an ihre Stelle getreten, um uns auf einen neuen Weg zu führen. Das glaube ich zumindest. Ihr müsst euch irren. Ich bin ein Mitglied der Legion, keine spirituelle Führerin. Auch wenn ihr euch vielleicht selbst nicht in dieser Rolle seht, unsere Schwestern werden euch folgen, sofern ihr Jane eigenhändig besiegt. Und wenn ihr sie zur Legion führt, ist das vielleicht ein Zeichen, das man nicht übersehen kann. Aber wir werden sehen. Okay, dann gehen wir. Können wir den Aufzug hinunter in das Verlies nehmen? Ja. Wir müssen nicht im Altarraum halten. Wir können gleich bis in das Verlies hinunterfahren. Okay. Lasst uns nachschauen, ob diese Dimensionspassage noch benutzbar ist. Na klar, ist sie benutzbar.
Oha, die folgen mir alle? Nee, ich dachte schon. Wo denn? Was denn? Hashani. Das ist wahrscheinlich die heiße ältere Schwester von uns. Hi. Na? Hier. Guck mal, sein Schal weht sogar so nach oben, wenn wir nach unten fahren. Wenn wir unten angekommen sind, müsste es sich ja wieder legen. Boah, geht das tief runter. Yeah. Ein wenig blöd die Physik, aber naja. So, wir haben Zeugs, wir haben zwei Krieger. Einen Moment mal, ihr seid diejenigen, die diesen Ort angegriffen haben. Ich verdanke euch meine Freiheit. Jane hielt mich in ihrem Gefängnis eingesperrt, doch eure Automatoiden befreiten mich. Hab hier unten nette Beute gefunden. Ich würde sein Angebot überdenken. Das ist eure letzte Gelegenheit, Waffen oder Ausrüstung zu kaufen, bevor ihr euch Jane stellt. Das ist wohl ein Tipp. Ich habe noch immer jede Menge. Ja, ich wollte ihn noch gar nicht ansprechen. So. Oh mein Gott! Kaufen. 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 Angriff. Wow. Das ist kacke. Kaufen, scheiß drauf. Allein der Style. Oh mein Gott. Pervers. Dicke Waffe finden wir hier auch nicht. Nee. Schade. So. Erstmal ziehe ich das ganze Zeug an. Wo kann man denn einen Helm aufsetzen? Ist das ein Helm? Oh mein Gott. Hey, wenn das nicht geil ist, ne? Dann weiß ich auch nicht. So, den restlichen Shit kann ich verkaufen. Das. Weg damit. Komm, das brauchen wir nicht. Ist egal. Oh, oh, oh. Da war eben was. So. Das rüsten wir eben schnell aus. Boah, Moment, Moment. Wow, geil. Ausrüsten. Enter. Haarspange. Wieder raus. Wechseln zu ihm. Ausrüsten. Ja, okay, reicht. Aufleveln eben schnell. Boah, geil. So. So. Naja, okay, die Brust ist wieder nicht so cool. Aber dafür ist der Zopf auch jetzt so geschützt eben und boah, das sieht hammer aus eigentlich. Geil, ey. Boah, wie das aussieht. Tja, so oder so, unsere Reise wird bald enden. Sollen wir gehen? Ja. Ihr bleibt hier, Martin. Jemand muss sich um die Spitzturmfeste kümmern. Ich dachte mir schon, dass ihr das sagen würdet.
Meister Wolf hat zwar Mut, aber der Mann ist auch ein bisschen verrückt. Ja. Aber irgendwie fühlt es sich nicht gut an. Wir haben diese Reise zusammen begonnen. Ich wäre gern noch dabei, wenn sie zu Ende geht. Nee. Was immer auch geschehen mag, bleibt bitte hier. Ihr seid der letzte Widerstand gegen Jane, wenn wir versagen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe euch kämpfen sehen. Wer mit euch die Schwerter kreuzt, hat schon verloren. Denkt daran, von allen Überlebenden der Legion hat das Kind der Weisheit euch auserwählt. Es ist niemand anderem erschienen. Er hat eine gute Wahl getroffen. Ich würde euch bis ans Ende der Welt folgen. Möge Azunai euch beistehen, meine Freundin. Okay. Boah. Geil, ey. Moment, ich muss die Stats eben gucken. Menschliche Form, Lebenspunkte, EP, Arsenal. Statik, Feuerform. Okay. Ach ja, ich will den Typen ja gar nicht. Opa. Mann, die sieht auch Hammer aus in diesem Ding. Und boah. Krass. Das sieht schon cool aus. Versammlung. Azunai, sei Dank, dass ihr gekommen seid. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was hier geschehen ist. Es begann kurz bevor ihr... Jane Cassinda ist hier in diesem Tal. Sie glaubt, mit den Göttern ihrer Mutter sprechen und alle Arken wieder zum Leben erwecken zu können. Nun, was auch immer sie getan hat, ihr solltet euch das da draußen ansehen. Okay. Es geschieht etwas Furchtbares. Es ist, als ob der Himmel brennen würde. Kommt mit! Ich werde es euch zeigen. Ja. Erstmal viel speichern. Ist natürlich eine Etage drunter. Fingen wir nicht schon an mit einem brennenden Haus? Das Spiel fing ja an mit einem brennenden Haus. Legionär, ihr kommt gerade rechtzeitig, um das Ende mitzuerleben. Ihr solltet bei euren Leuten sein und sie führen, Lazar. Sie brauchen euch jetzt. Könnte ich zu ihnen gelangen, so würde ich es tun, doch leider ist mir der Weg versperrt. Er hat recht. Der gesamte Westflügel ist eingestürzt. Es gibt keinen Weg zurück zur Stadt. Wie konnten die Mauern bloß einstürzen? Ich dachte, dies sei eine solide Festung. Seht doch all die Zeichen um uns herum. Die Sterne fallen vom Himmel. Wir werden alle sterben. Das ist eine coole Sequenz. Seht ihr? Es ist töricht, von Hoffnung zu sprechen. Jane Cassinda hat noch nicht gewonnen. Ich kann euch immer noch in Sicherheit bringen, in der Dimensionspassage. Die Dimensionspassage? Aber ich dachte, dass es nur Legionären erlaubt ist. Wenn der Himmel einstürzt, gelten alte Regeln nicht mehr. Das steht sicherlich auch irgendwo in den Verordnungen. Gutes Argument. Auf zur Dimensionspassage. Ja, komm. Es schwebt. Der Typ schwebt. Der Opa schwebt. Ja. Der Opa schwebt. Wie das aussieht. Das wollte ich schon immer einmal machen. Durch die Dimensionspassage reisen, wie früher die Legionäre. Ich freue mich für euch. Es wäre doch eine Schande, so kurz vor dem Ziel unter einem Steinhaufen zu sterben. Man kann sich sehr leicht hier drin verirren. Entfernt euch nicht allzu weit vom Portal. Ich hole euch wieder ab, wenn all das vorbei ist. Oh je. Hier, nehmt diesen Schlüssel. Ihr werdet ihn brauchen, um die Tür unten zu öffnen. Auf dass sich unsere Wege bald wieder kreuzen mögen. Besser früher als später. Okay.
Ja, die Dimensionspassage ist zu. Wir müssen nach unten. Ja. Rechts und links ist zu, blockiert und hier geht durch die Tür. Es gibt auch kein Zurück mehr. Gut, da ist der Save Point. Das ist, glaube ich, der wichtigste Save Point im ganzen Spiel. Ich glaube, das ist jetzt der finale Kampf. Der finale Kampf. Ich bin stolz darauf, mich euren Freunden nennen zu dürfen. Ihr seid ein verdammt guter Legionär. Der beste sogar. Klingt schmalzig, aber ich meine es ehrlich. Ja. Kommt alle her. Wow. Ich glaube auch. Noch ein Feind weniger. Ja. Gegen diese Kämpferin hier. Wie die schon aussieht. Geil, ey. Einfach nur geil. Boah, ein grünes. Ach so. Ja, so. Es ist richtig geil. So, hier lang. Oder? Ja, solange Gegner kommen, ist das schon richtig. Die lassen auch ordentlich Sachen ab. Aber das brauchen wir nicht. Jetzt zählt nur noch der Style. Boah, dieser Schweif hier hinter noch. Sieht echt richtig geil aus. Also das Ding ist wirklich. What the fuck? Hat mir 600 abgezogen. Das ist irgend so ein asiatisches Monster gedöns. Und es haut ordentlich rein. Was ich nicht gut finde. Ja, es ist. Mann, es zieht voll viel ab. Aber ich bin dadurch Level abgekommen. Hey. Level 25. Wie einer meiner Zuschauer gesagt hat, er ist auf Level 22, ach 25. Und ist in der Endlevel. Und das scheint ja dann gar nicht mal so schlecht zu sein jetzt für mich. Komm. Das hier. So. Bin Level 25 bekommen. Es geht aber noch weiter, das ist gut. Da ist das Kind der Weisheit.
Okay. Jane Cassinda ist ganz in der Nähe. Sie hat den Weg zum Baum in der Mitte des Waldes gefunden und wartet dort auf euch. Ich bin gekommen, um euch zu warnen. Sie ist nicht allein.